الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أما بعد فاتقوا الله عباد الله. Die Moscheen sind Gottes Häuser auf Erden. Daher führt Allah Ta'ala die Moscheen auf sich selbst zurück, wie zum Beispiel in der Aussage. Und die Gebetsstätten, die Masajid, gehören Allah. Drum ruft neben ihm niemanden außer ihm in ihnen an. Abdul Razzaq überliefert, dass Amr ibn Maymun zu sagen pflegte, die Gefährten des Gesandten pflegten zu sagen, dass die Häuser Allahs auf Erden die Moscheen sind. Und wer Allah in ihnen besucht, dem steht es zu, von ihm geehrt zu werden. Jede Situation hat ihre Umgangsformen und Anstandsregeln, mit denen sich der Mensch in ihnen schmücken kann. Und es ist äußerst unansehlich, diesen Schmuck nicht zu tragen, insbesondere in den Moscheen, in denen Allah Ta'ala ja gerade anbefehlt, sich zu zieren. Er sagt, o Kinder Adams, legt euren Schmuck bei jeder Gebetsstätte an und esst und trinkt und überschreitet nicht das Maß, denn er liebt nicht die Maßlosen. Dieser Schmuck ist aber nicht nur materieller Natur in der Kleidung und im Aussehen, sondern er betrifft auch das Benehmen und die Anstandsregeln, die Sitten des Menschen. Moscheen sind nicht nur Anbetungsorte, in denen man die Bewegungen des Gebets verrichtet. Denn in dieser Hinsicht ist die ganze Erde eine Moschee. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, Abu Dharr fragte ihn, er sagte, o Gesandter Allahs, welche Moschee wurde zuerst auf der Erde errichtet? Er sagte, das Al-Masjid al-Haram. Er sagte, und dann? Er antwortete, das Al-Masjid al-Aqsa. Er sagte, wie viel Zeit befindet sich zwischen ihnen beiden? Er sagte, 40 Jahre. Und daraufhin sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, und wo immer dich das Gebet erreicht, dort bete, es ist eine Moschee. Deshalb sind die Moscheen nicht nur Orte, in denen das Gebet verrichtet wird. Sie sind Orte, in denen sich der Mensch vom Lärm des materiellen Lebens zurückzieht, sich von den Sorgen der Welt befreit. Mal in der Andacht Allahs, mal in der Rezitation seines Buches, mal in den Sitzungen des Wissens und der Ermahnung. Ich will hier einige grundsätzliche Regeln erwähnen und euch dringlichst empfehlen, diese ernst zu nehmen. Zuallererst ein allgemeiner Leitsatz. Grundsätzlich die Moscheen zu respektieren, achten und schätzen, da sie Gottes Häuser sind. Allah Ta'ala sagt, so ist es. Und wenn einer die Kultstätten Allahs hoch ehrt, so ist es ein Ausdruck, der von Gottesfurcht des Herzens herrührt. Zweitens, darauf hinzuarbeiten, sie zu errichten und auszubessern, entweder durch körperliche Beteiligung oder durch materielle Beteiligung oder geistige Beteiligung, aber durch irgendwelche Form der Beteiligung. Es ist klar, du kannst nicht alle Moscheen der Welt errichten und verbessern und renovieren, aber zumindest dort, wo du dich oft aufhältst. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, wer um Allahs Willen ein Haus errichtet, eine Moschee, selbst wenn auch nur wie das Nest eines Vogels, dem wird Allah ein Haus im Paradies erbauen. Drittens, sich für den Gang zur Moschee vorzubereiten, indem du dich schon zu Hause wäschst, den Mund reinigst, saubere Kleidung trägst, die Fingernägel kürzt, die Haare kämmst und so weiter. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, wer sich zu Hause reinigt, dann zur Moschee geht, zur Moschee aufbricht, um eine Pflicht zu erfüllen, dessen Schritte tilgen Sünden und erheben Ränge. Viertens, betrete die Moschee mit der Rechten und spreche die Segenswünsche für den Propheten sallallahu alaihi wasallam und sag, Allahumma iftah li abwaba rahmatik, o Allah, öffne mir die Türen deiner Barmherzigkeit. Verlasse die Moschee mit der Linken und sag, Allahumma iftah li abwaba fadlik, öffne mir die Türen deiner Gunst. Wenn du die Moschee betrittst, dann bete zwei Einheiten und setze dich vorher nicht hin. Siebtens, achte auf die Reinheit deiner Socken und deiner Füße, bevor du den Teppich der Moschee betrittst. Am besten ist es, wenn du die Gebetswaschung zu Hause vornimmst. Und wenn du es in der Moschee machst, wenn es unbedingt in der Moschee sein muss, dann lauf nicht mit nassen Füßen auf dem Teppich der Moschee herum. Achtens, meide das Essen von Zwiebeln, Knoblauch und allem, was einen üblen Geruch verursacht, bevor du die Moschee besuchst. Der Gesandte sallallahu alaihi wasallam sagte,
Wer Knoblauch oder Zwiebeln gegessen hat, der soll unsere Moscheen meiden. Der soll uns meiden und unsere Moscheen meiden und zu Hause sitzen. Und ebenfalls das Rauchen. Das Rauchen verursacht auch einen üblen Geruch. Neuntens, vermeide das Beschmutzen der Moschee. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam sagte zu einem Nomaden, der in der Moschee urinierte, er sagte, diese Moscheen sind nicht für das Urinieren gedacht oder für den Schmutz. Diese Moscheen sind gebaut für das Gedenken an Allah und das Verlesen seines Buches. Zehntens, wenn du Schmutz in der Moschee siehst, dann mach nicht die Augen zu, beseitige es. Das ist das Mindeste, was man an Anstand und Respekt haben sollte. Aisha radiallahu ta'ala anha sagte, wenn der Prophet in der Wand der Moschee Speichel oder ähnliches sah, beseitigte er es. Elftens, meide das Spielen, Schwätzen und Erheben deiner Stimme in der Moschee. Das Erheben der Stimme ist ein Phänomen, das man auch bei uns hier oft sieht. Es ist nicht gestattet, in der Stimme in der Moschee zu schreien und kreischen oder laut zu sprechen. As-Sa'ib ibn Yazid sagte, ich war in der Moschee, als mich ein Mann mit kleinen Steinchen bewarf. Es war Umar. Und er sagte, geh und hol diese zwei Männer hierher. Er fragte sie, wer sie seien. Umar fragte diese zwei Männer, wer sie seien. Sie sagten, wir sind aus At-Ta'if. Er sagte, wäret ihr aus diesem Lande hier, er meint aus Al-Madina, wäret ihr von hier, dann hätte ich euch schmerzen lassen. Erhebt ihr eure Stimmen in der Moschee des Gesandten Allah sallallahu alaihi wa sallam? Du bist im Hause Allahs, daher achte auf deinen Ton und deine Lautstärke. Zwölftens, Moscheen sind nicht für weltliche Angelegenheiten gebaut. Darum untersteht euch, sie hauptsächlich für derartiges zu nutzen. Weder Kauf und Verkauf noch andere Auftritte sind zugelassen. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, wenn ihr jemanden in der Moschee seht, der kauft oder verkauft, dann sagt zu ihm, möge Allah dieses Handeln nicht segnen. Sa'id ibn al-Musayyib sagte, wer in den Moscheen sitzt, der sitzt seinem Herrn bei und ihm geziemt es, nur Gutes zu tun. 13. Und das ist das letzte, vorletzte. Das Verlassen der Moschee nach dem Adhan ist ebenfalls nicht legitim, es sei denn mit der Absicht, wieder zurückzukehren. 15. Sünden sind zwar überall verboten, aber genauso wie gute Taten imposanter und größer werden, wenn man sie zu besonderen Zeiten oder besonderen Orten praktiziert, genauso die Sünden. Dies sind einige, nicht alle Grundsätze,